Vom Minimalismus profitieren die wenigsten. Guten Morgen! Der Wunsch nach immer mehr Konsum und generell geistigen Ideen und Entwicklungen und alles immer dieses mehr, 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 materiell wie geistig, das ist ein Paradies für Menschen, für Unternehmen, die Geld damit verdienen wollen. Denn wenn jemand was haben will, dann kann man ihm das ja auch geben. Oder noch besser, jemanden erklären und manipulieren, dass er etwas haben will und ihn dann gleichzeitig das benötigte Produkt frei Haus liefern. Nun kommen aber die Minimalisten, Menschen die erkannt und erfahren haben, dass weniger ist mehr nicht nur ein dummer Spruch ist, sondern dass das der Realität entspricht. Es entspricht überhaupt nicht dem, was wir gelernt haben, dieser Spruch. Aber es ist die Wahrheit. Weniger ist mehr. Zumindest die Wahrheit, die ich erfahren habe. Die Reduktion auf das Notwendige, das schafft Freiheit, das schafft Lebensqualität und schafft für viele Menschen überhaupt erst ein Leben, was sie als solches begreifen. Minimalisten sind alles andere als karge Asketen, so wie es oft dargestellt wird. Minimalisten sind die Menschen, die das Leben in vollen Zügen genießen, weil sie sich nicht manipulieren und lenken lassen. Ihr Blick ist geweitet und auch nicht dem Materialismus unterworfen sind und damit dem Marketing der Unternehmen. Die sich, also Minimalisten sind die, die sich dem gesellschaftlichen Herdentrieb auch in den Weg stellen und Dinge erfahren und erleben, die der große Tross der vorbeiziehenden Menschheit niemals erfahren wird, weil sie eben fremdgesteuert sind. Ne? Diese ganzen Kreisläufe, die ich auch schon in vielen Videos Euch offeriert habe, wie das eben funktioniert, dass man alles wie so ein Herdentrieb ist. Wenn man das so ist, dann sieht man nur rechts und links die Herde, ne? Da sieht man nicht das Feld, auf dem man läuft und warum man überhaupt läuft. Stellt Euch die Situation mal vor, ihr seid in ganz vielen Menschen, alle laufen in die eine Richtung. Ihr wisst gar nicht, warum die in die eine Richtung laufen, aber ihr lauft einfach mit, weil das einfacher ist. Ihr seht nicht, ob die alle die Klippe runterlaufen wie die Lemminge, ne? Das wisst ihr nicht. Ne? Aber Minimalisten, aus welchem Grund auch immer, ich vermute es ist die Bewusstheit, sehen das Feld, ne, und bleiben stehen oder gehen raus aus der Menge. Und das ist halt, das sind die Minimalisten und diese nehmen immer mehr zu und entwickelt sich auch so eine gewisse Dynamik. Einer von Euch hat mal in den Kommentaren gepostet, dass wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, glaube ich 20% hat er gesagt, und er hat das auch wieder irgendwo gelesen, aber es macht Sinn, dann ist es so, dass das so immer schneller, also so ein exponentielles Wachstum entsteht. Ähnlich wie jetzt auch beim Veganismus. Ich glaube, wir finden uns auch im Veganismus, im Vegetarismus auf jeden Fall, da weiß ich das, auf Grundlage der zugrunde liegenden Zahlen. Beim Veganismus bin ich mir nicht ganz sicher, weil es gibt keine konkreten Zahlen zum Veganismus. Befinden wir uns bereits in einem exponentiellen Wachstum. Und das ist einfach die Grundlage, warum der Minimalismus zunimmt, ist einfach zu erklären, weil die geistige Evolution zunimmt. Das lässt sich nicht verhindern. Jahrhundert um Jahrhundert werden Menschenrechte und nun auch sogar Tierrechte immer wichtiger. Jahrhundert um Jahrhundert wird der Umweltschutz als Problematik immer präsenter. Siehe dazu auch das Video zu den vorbildlichen Chinesen in diesem Punkt, wir oben den Infokarten. Jahrhundert um Jahrhundert rückt die Erde weiter zusammen. Die energetische Verbundenheit, die spirituelle wie Wissenschaftler gleichermaßen erkannt haben, wird immer weiter forciert. Die Welt wird besser und der Fortschritt im Bewusstsein ist nicht aufzuhalten. Das Beharren auf alten Strukturen wie das Anhängen an materiellen Dingen und an Besitztümern nimmt in den Bevölkerungszonen ohne existenzielle Probleme wie bei uns in Deutschland immer weiter ab. Während bei den alten Pharaonen sogar noch der Besitz versucht wurde ins Jenseits zu transferieren, indem man die Sachen mit in die Gruft gelegt hat, ins Grab, in den Sarkophag oder wo auch immer, erkennen heute immer mehr, vor allem auch reiche Menschen, zu denen ich mich vor 5 bis 6 Jahren auch zählen würde, wie viel wichtiger das Loslassen von Besitz ist. Manch einer übertreibt, keine Frage, Extremisten gibt es überall und ich selber mag auch die Extreme zur Orientierung und sammle da auch gerne Erfahrungen in den Randbereichen des Lebens, aber um immer wieder in die Mitte zurückzufinden und auch mitreden zu können, die Leute verstehen, die sich in diesen Randbereichen aufhalten. Daher stelle ich mich auch hier seit über 1000 Videos hin und arbeite in einem Pensum, was ich persönlich bei keinem anderen mir bekannten YouTube-Kanal erkenne. Und so selbstbewusst bin ich auch in der entsprechenden Qualität. Sehr viele Menschen verstehen das nicht. Sie denken materiell. Mensch, du hast ein sehr gutes BWL-Diplom, kannst dich gut verkaufen, du bist intelligent, kommunikativ und integer.
mach doch was, wo du mehr Geld verdienst. Nein, nein, nein. Ich sammle ganz bewusst diese Erfahrung mit YouTube. Dafür habe ich mich entschieden. Und Minimalismus ist auch eine Entscheidung, auch eine Erfahrung. Aber eine Erfahrung, die eine große Gefahr für alte Strukturen darstellt. Wirtschaftlich, ganz ohne Frage. Wo bewusst konsumiert wird, da kotzt der Großteil der Wirtschaft. Und aber auch in den Köpfen der Menschen. Da ist der Minimalismus eine Gefahr. Dieser neue Evolutionsschritt, sich eben nicht mehr manipulieren zu lassen und gezielt und bewusst zu konsumieren und damit bewusst zu leben, weil man viel mehr Potenzial hat zu reflektieren, das ist eine Gefahr für das alte Mindset im Gehirn. Schaut Euch auch wahrscheinlich unter diesem Video, aber auch unter den anderen Minimalismus-Videos von mir und von anderen mal in den Kommentaren um. Wie Menschen Materialismus und Konsum als etwas Positives darstellen. Generell zum Minimalismus habe ich ja schon sehr viele Videos veröffentlicht, verlinke Euch vielleicht mal das ein oder andere hier oben in den Infokarten. Und dann jetzt kommt eben die Welle auch auf diese Menschen zu, die eben den alten Strukturen noch anhängen. Die Welle der geistigen Evolution und diese Wellen werden dank der Informationsgesellschaft immer schneller und auch immer höher werden. Und diese Menschen mit den alten materialistischen Denkstrukturen bekommen ganz normal Panik. Das ist eine ganz normale Reaktion. Sie wehren sich. Ne? Sie wehren sich in Kommentaren. Sie machen Videos gegen den Minimalismus heutzutage bei YouTube. Ne? Sie rufen da auf. Hört auf mit dem Minimalismus. Das ist nur ein Trend, das ist nur eine Modeerscheinung. Ne? Das ist genau wie die Sklavenhalter damals in Amerika, da gesagt, hört auf mit dem Blödsinn, das war doch schon immer so, das geht doch jetzt nicht. Ne? Oder die Kommentare schimpfen, teilweise auch respektlos, sowas. Ne? Das Krabbeln und Zappeln, ne? Das kann jetzt alles nicht sein, ne, der Minimalismus kommt. Aber die Natur, unsere geistige Evolution, die ist unbeugsam. Auch wenn wir Menschen denken, dass wir die Natur zähmen können. Aber wenn wir sie an einer Stelle zu fassen bekommen, dann kommt sie an einer anderen Stelle, an drei anderen Stellen neu hervor und bringt sich automatisch wieder ins Gleichgewicht. Wir denken, die Erde ist wichtig und die Natur beschränkt sich auf die Erde. Aber wenn wir das Gleichgewicht auf der Erde zerstören, und dazu sind wir Menschen durchaus in der Lage, dann wird sie irgendwann einfach kaputt sein. Aber die Natur ist mehr als die Erde. Sie ist das Universum. Sie geht über unsere Vorstellungskraft hinaus. Wir können der Natur nichts antun. Wir sind die Natur. Und genauso können alte Denkstrukturen die neue Kraft des Minimalismus auch nicht aufhalten. Lasst Euch vom Leben mitreißen, von der Energie dieser neuen Evolutionsstufe. Oder sitzt einfach da und lebt noch Euer Leben zu Ende mit Eurem Mindset und den entsprechenden Komplikationen. Auch gut, Euer Leben ist genau wie meins total irrelevant für das Universum. Von daher nutzt das Video um anzupacken und was Neues in Euch auszulösen, also was zu akzeptieren, was auf Euch zukommt. Oder ihr nutzt es eben nicht. Das ist total egal. Die Welle kommt so oder so.